So, der Julian hat noch eine Frage zur Aufgabe. Abschlussprüfung. War das. A1. Und zwar A1,5. Und zwar will er wissen, warum ich das so mache, wie ich es gemacht habe. Also, es soll hier ein Drachenviereck entstehen. Wir bewegen eigentlich diese zwei Punkte. Der Punkt B wandert auf der Parabel, der Punkt D wandert auf der Geraden. Und ein Drachenviereck entsteht dann, wenn ich gespiegelt an dieser Spiegelachse diese Gerade zum Schnitt bringe mit der Parabel. So, diese Gerade hier hat die Gleichung y gleich minus ein Viertel x plus 5,5. Und wenn ich diese Gerade an dieser Spiegelachse AC spiegele, dann habe ich hier gemessen an der 3 in der Y-Koordinate 2,5 Schritte nach oben, muss ich hier 2,5 Schritte nach unten spiegeln. Das ist praktisch der neue Y-Achsenabschnitt. Und von hier aus brauche ich eine Gerade, die die Steigung ein Viertel hat. Das heißt, diese Gerade hier, das ist die gespiegelte. Ich sage jetzt mal, wenn das G heißt, ist das hier G'. Und die hat die Gleichung Y, das ist das Negative von minus ein Viertel, also plus ein Viertel. Und dieser Y-Achsenabschnitt, der liegt 2,5 Längeneinheiten über der 3, also muss der 2,5 unter der 3 liegen. Plus 0,5. Und diese Gerade, die muss ich jetzt zum Schnitt bringen mit der Parabel. Und dann habe ich hier den Punkt, der mein Drachenviereck erzeugt. Hier. So. Das ist jetzt nicht sehr schön geworden, aber ich hoffe, verstehbar. Und deswegen setze ich diese Geradengleichung gleich mit der Parabelgleichung. G' geschnitten, Parabelgleichung. Und das liefert jetzt hier eine x-Koordinate und hier wird es nochmal eine x-Koordinate geben, wo ein entsprechendes Drachenviereck entsteht. Also wird es zwei Punkte geben. D1, D2, und die Geradengleichung y gleich ein Viertel x plus 0,5 gleichgesetzt mit der Parabel, nach 0 aufgelöst mit der Nachtsformel, und dann kriegt man zwei x-Werte raus. Das habe ich auf dem Lösungsblatt. Ich hoffe, das versteht ihr jetzt.